Hi und willkommen zurück zur 80. Folge hier der Admiral Sport Show. Hi Kathi! Hi Chris! Wie geht's? Ja, gut und zwar. Schla ah, wie wie schlagen wir ein? Das, das war jetzt cringy. Wie machen wir das jetzt? Wie macht man das so? Ja, oder? Machen wir das sportlich, oder? So? so? Ja, ja, stark. Ja, ist cool, das ist stark, ja. Stark. Heute mit Chris statt Benny. Schön, dass du da bist. Ja, danke. War's? Alle haben mich schon vermisst im Chat. haben wo ist Chris? die Nein, ich habe mich, hab mich weitergebildet. Ich habe ganz <laughs> nur Sportsendungen geschaut. Tennis, Fußball, Fußball. Tennis, damit ich bestens informiert einfach mit euch gemeinsam mit unserer Community natürlich in der Tagstadt. Ich ja. oh, freue mich sehr, dass du da bist. Und vor allem, dass ja. du dich so gut vorbereitet? Nein, ich bin bestens Vorbereitet. Denn, du, sprichst du schon. An. Heute geht es natürlich rund um Tennis und um Fußball. Das wir ist ein Spezialgebiet oder tennis Ja, gesagt, oder? natürlich liebe ich auf jeden Fall. <laughs> Nein, ich schaue es auch schon gerne. Ich war auch äh, zuletzt in Kitzbühel ja. beim Du Generaten. bist immer. Ja, bin ich immer mit dabei. Erste <laughs> ja, da Bank also, auch. Da war ich diesmal leider nicht. Oh. Leider nicht, aber. Ja. Das ist schon richtig cool, wenn man es live sehen kann. Und mhm. deswegen haben wir heute eine ehemalige Profi-Tennisspielerin. Sie war Nummer 50 der Welt und sie ist jetzt Nachwuchskoordinatorin beim ÖTV, Marion Maruschkauf. Die freuen wir uns schon sehr. Und die kommt dann in Kürze auch zu uns. Aber davor wollen wir auch noch die Regie begrüßen. Schalten wir mal live ins Regiekammer. Hi. Hello. Hey, wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Der Neu. Habt ihr den eingeschleust? Wie heißt der? Raphael, oder? Hast du gesagt, du bist ich habe mir den Namen gemerkt, schau. Die eher ein Mikro, glaube ich, oder? <laughs> Nein, die, die reden grundsätzlich nicht sehr gerne, deswegen sagt er nichts. Aber der eine heißt Raphael und der andere ist der Alex. Den kenne ich schon seit zwei Jahren, den Alex. Und der Alex, das wissen die wenigsten, der Alex war früher Schiedsrichter bei einer Frau Dennis. Ah, ich auch so. einen Stimmt das, Alex? Kannst du das bestätigen? Kannst du einfach nur nicken? Können wir das bitte zeigen? <laughs> Alex, zeig dich. Nochmal Du das Hund, Spiel. Zeig mal, schau. So. <laughs> Aber der kann auch nichts reden, der ist auch sehr schüchtern. Ja. Oh ja. Yeah. Macht nichts. Genau wie wir, ne? <laughs> ja, total, ja. Aber wir begrüßen auch den Chat, weil auch da ist schon einiges los. Du kannst dich immer bei mir mitschauen. Okay, da ich mitschauen. Daniel Fiury freut sich total, dass wir alle wieder da sind. Christoph Urbers fragt, ob ich Skifahren war. Nein, ich war nicht Skifahren. Ich habe aufgehört zum Skifahren. Warum? Ähm, weil ich so gut bin. <lacht> <lacht> Alles klar. Nein, ich bin einmal wirklich, ich bin einmal schick das letzte Mal bin ich Skifahren gegen. Ähm, wie heißt der Lukas Stockinger? Das ist der Nachwuchshirscher. Mhm. Kennst du den? Na. Der ist zwölf Jahre alt, okay. einer der größten Skitalente Österreichs angeblich. Ja. Und hab äh, einen Parallelslalom bin ich gegen den gelaufen ähm, und ich hatte fünf Sekunden Vorsprung. Mhm. Und der war am Anfang des Laufes die ganze Zeit so frech zu mir ich hab gesagt, hey, bitte aber ich gesagt, pass auf einmal, ja. das hier ist andere Liga. Und dann habe ich richtig mental bearbeitet. Ja, okay. und dann Ein was, einen Zwölfjährigen, ja, was, was ist dann passiert ist? Ich habe fünf Sekunden Vorsprung gehabt. Und er ist dann nachgekommen, war dann im Ziel. Als erster natürlich habe mich total gefreut. Und was ist dann passiert? Was gab's? Disqualifiziert? Nein, er ist, weil er so angespannt war, ist er. Gestürzt? Oh nein. Und Und du bist schuld. <laughs> nein, das ist ich super. Bin schuld. Das war psychologische Bearbeitung einfach. Ja? Der Arme. Da, da tut mir echt total leid. Ja, mein, hat zwölf Jahre total <laughs> gemacht. Nein. Aber ihm ist ja zum Glück <laughs> nichts passiert, ist das okay. Wichtigste. Und er hat trotzdem seine Lehren gezogen. Im mhm. zweiten Durchgang hat er, dann, hat er dann gegen mich gewonnen. Aber ich habe ich sage einmal so, ich habe ihn psychologisch vorbereitet auf die großen Aufgaben des Lebens. Ja. Deswegen habe ich was ich Gutes schon, gemacht. sehr abgehärtet, aber anscheinend ja. ein Rising Star. Vielleicht sieht man ihn auch mal in der ja. Admiral Sportshow in ein paar Jahren. Aber auf jeden Fall danke für diese schöne diese Anekdote Story. aus deinem ja, Leben, gerne. Chris. Ja gerne. Du siehst warum du Ski hast. Aber das bevor ich schon verraten, du warst ja. ja auch ein begnadeter Tennisspieler in ich deinen jungen Jahren. Ich Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein, ich habe gesagt, ich habe Tennis gespielt. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein begnadeter Tennisspieler war. Ich habe gesagt, das, das ja. mich gefragt, warum hast du aufgehört? Ich habe gesagt, weil ich so so gut war wie im Skifahren halt. Mhm. <laughs> Nein, ich habe Tennis gespielt bis zwölf. Und dann habe ich gewechselt zu Mira U12. <laughs> dann war ich dort. Die war hinterher eh schon jeder, ja. glaube ich, gell? Ja. Uh, Und das war es dann mit meiner, mit meiner sportlichen Karriere. Spielst du Tennis eigentlich? Äh, Nein, leider. Gar nicht. Also du bist rein, so du bist dieser Günther Pressnik der Frauen sozusagen. Ne? So ziemlich. Ja. Also der immer alles vorgibt und sich auskennt, oder was? Genau, so wie so. heute in der Aber, Aber wir sehen Chris heute noch mit dem Tennisschläger. Warum? Ja. Einfach dranbleiben. Also in Kürzer gibt es alle Infos, was das der Schläger. da macht heute. Und. Und, Jetzt was gibt es noch, heute. Ja, es gibt ein Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Ein Und zwar gibt es da zweimal zwei Tickets für den Billie Jean King Cup für Samstag und zweimal zwei Tickets für Sonntag. Also gibt es heute vier Gewinner. Unfassbar. Da haben wir alles raus heute. Und natürlich die Gewinnspielfrage. Ihr verratet uns einfach, warum ihr hinwollt und von welchem Tag. Samstag Kannst du Sonntag. kurz einmal unsere Community erklären, was ist der Billie Jean Cup? Der Billie Jean King Cup, da kommen wir in Kürze darauf. Ich würde sagen, das wird uns einfach die Marion selber erklären. Ja, aber, sag's nur aber kurz. Tennis, Frauen, die Besten treten gegeneinander an. Also, so wie Davis Cup bei den genau, Herren? Genau, wie bei den Herren. Genau. Okay. Aber ich würde sagen, die Marion erklärt uns das nochmal in Kürze näher. Und Na, da gibt es auf jeden Fall gespart. Tickets zu gewinnen. Und zwar ist das Mitte November, seid ihr da mit dabei. Und ihr verratet uns einfach, warum und vor allem Samstag. Oder Sonntag. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt auf unserem Skript. Das ja netterweise der Benny, der heute nicht da ist, der ja im Urlaub ist, für uns schon vorbereitet hat. Und da haben wir auch einen Ausschnitt, was der gerade so macht. Vielleicht können wir den mal live zu Benny schalten nach Italien. Live wir Benny, wo bist du? Live in Italien. Ja? Sportlich bist wie immer, Wahnsinn, am Jonglieren. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass viele Haare auf den Beinen hat. Das Aber sieht man gar nicht. Schaut, der gönnt sich schon das wieder ist, mehr. Schaut krank. ja richtig unterhalb männlich aus. Du, äh, <laughs> liebe Grüße nach Italien, lieber Benny. Schade, dass du nicht hier bist, aber wie gesagt, ich freue mich auch, dass die Karte da ist. Schön, oh. angenehmer Abwechslung. Dankeschön, dankeschön. Prätig, Falls ja. du da bist, Benny, schreib gerne mal in den Chat, dann. Ja, ich habe da schon, da, 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 da war ich schon im Chat. schon da hey, ist mit Ja, eh der hat mir. Ja, Benni, schon Natürlich. Direkt aus Italien. Liebe Grüße. Buonasera. 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 you. Sie? Sie, molto okay. bene. Molto bene. Oh, okay. Spaghetti Pasta, ah, ist immer gut, ja? Gut, äh, äh, sprechen wir weiter über, äh, wir haben ja verschiedene drei Themen. Äh, die Community darf immer entscheiden, was für Themen hat waren es diesmal. Oder hat schon entschieden, genau. genau. Hat sich jetzt entschieden für den Senf der Woche und zwar das Update aus jetzt dem, ah ja. So. Update aus dem Unica ÖFB Cup. Achtelfinale ist er jetzt aktuell. Heute sehen wir um 18 Uhr Alltag, hat schon gestartet gegen Blaues Linz und 20.30 Uhr das steiermark Derby Gierka Gegen Sturm. Graz, Die warten uns noch und du hast ja auch die letzten Tage brav geschaut. Äh, gestern mit. nämlich die Achtelfinalspiele. Äh, Salzburg äh, setzt sich gegen Hartberg durch, <laughs> Lars gegen Kapfenberg im Elfmeterschießen, mhm. Rapid gewinnt 5 zu 1 gegen Amstetten und die Austria 1 zu 0 gegen Austria Klagenfurt. Und überraschend, Esken St. polten als Zweitligist ja. äh, gewinnt da mit 4 zu 0 gegen Austria Lustenau. Sichert sich ebenso das Ticket für die nächste Runde. Und auch Leoben gelingt das am Dienstag mit 5 zu 4 gegen Wertsee. Hast du das ja. auswendig so gelernt? Alles das ist ja Wahnsinn. Ich habe zu meinen Nachschießen natürlich recherchiert <laughs> hier, Chris. Ist so Chris. Aber was du hast kriege? ja auch schon ein bisschen das reingeschaut. Jetzt Warte, weiß ich schau ja, mal kurz nachher mal. Ja, jetzt. Jetzt okay. ja, was, was für eine Frage hast du? Da tickt die ja ein bisschen anders bekanntlich. Na was? Äh, beim öp Genau, beim Cup ja, ja. ist ja alles immer ein anders. Ja? Ähm, was ist so dein Eindruck von den letzten Spielen? Du hast es ja analysiert in der Pause, wo du weg warst. Meine Analyse. Also beim Cup ist immer alles anders, wissen wir oder? ja, oder? Also es passieren immer andere Cup, Gesetze. Ja. Beispiel ist ja, dass die Bayern gestern ausgeschieden sind gegen Saarbrücken. Das war super spannend. Das war ein richtig schlechter erste Halbzeit, muss ich sagen. Aber ich, mich hat es ein bisschen gefreut, weil ich bin immer ein Fan von, von, von Underdogs. Ja. Deswegen ja, ich Drittligist fand, fand ich richtig geil. Jetzt zu Österreich zurück. Red Bull Salzburg-Hartberg ich von vorhin gewusst. Das wird eine richtig knappe Partie. Hartberg ist momentan wirklich sensationell unterwegs. Junge Truppe. Und äh, da habe ich schon gewusst, es wird knapp und die haben auch geführt 1-0, ja. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, vielleicht geht es nicht aus. Aber äh, ich sage einmal so, wenn die verloren hätten im Cup, die, die Salzburger, da hätte es einen richtigen Knall gegeben. Sie hätten es zwar nicht zugegeben, aber es wäre, glaube ich, ein kleines Problem gewesen, auch für den, für den Trainer. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Konsequenzen gehabt hätten, aber es hätte zumindest einmal gäbe es ich dann Unruhe. Es wäre schon ein bisschen Ort gewesen. Letztes wenn, Jahr haben sie auch gewonnen Salzburg, sie Genau. Meistens dann gleich Doppel mit äh, Cup und äh, Meistertitel. Na, den Cup haben sie letztes Jahr nicht gewonnen, der hat Sturmgarts gewonnen. Oh, der war ich schon im Cup. Jahr gewonnen? Ja, haben wir im vorletztes ja, Jahr ja. gewonnen. Ja. Ja. Genau. Und Gott sei Dank weißt du alles. <laughs> Nein, sie, sind Fall, sie sind auf jeden Fall jetzt bei Champions League auch nicht so gut unterwegs, ja, was ich verstehe, weil es noch die Mannschaft ist. Jünger geworden, es wird immer jünger und es wird halt schwierig, dass man da ähm, dann auch dementsprechend mithält. Ja? Und du merkst halt, dass die anderen Mannschaften, zum Beispiel Hartberg, eben, die haben nichts zu verlieren, das sind mhm. eindeutig die Underdogs, die sind nicht zu unter, Druck, unter Druck, können frei aufspielen. Und deswegen war das gestern beim Elfmeterschießen, glaube ich, eine, eine, eine richtig knappe Geschichte. Und wer hat den entscheidenden Elfer äh, gehalten? Natürlich ein Routinier und zwar der Schlager, der Tormann. Ja, der ist schon lange dabei und deswegen, ähm, der hat nochmal die junge Truppe gerettet und deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Dann haben wir den Last gestern gehabt und der Last gesagt habe auch angeschaut, das Spiel. Das war. Okay. Da hat ähm, Kapfenberg hinten den Bus gepackt, drei Doppelbusse, was weiß ich, was das war. Also da hat, die haben, glaube ich, 20.000 Mal aufs Tor geschossen und da weißt du immer, die Mannschaften, die, die ein bisschen, jetzt sage ich einmal, ähm, sich keine Chancen ausrechnen. Was machen die? Stellen sich alle hinten rein und hoffen, dass sie das Tor kriegen und dann warten sie drauf, dass zum Elfmeterschießen kommt und der Trainer bezeichnet das dann als, als taktisches Meisterstück, ja. Ich finde es extrem mühsam, das Spiel. Die haben auf von Konter gewartet, haben, glaube ich, keinen einzigen Torschuss gehabt. Deswegen bin ich echt froh, dass der Lask weitergekommen ist und zwar verdientermaßen. Deswegen, Gott sei Dank. Rapid hat sich souverän durchgesetzt, auch äh, für mich jetzt. Überraschend nicht, aber, aber, aber ganz okay. Du bist ja Rapidfälge, du musst ja. ja was sagen, ja? Ja, ich finde, 5 zu 1 kann man zufrieden sein, definitiv. Bist du zufrieden, gell? Ja. Hast klar. du das Spiel gegen Lass gesehen? Ich war im Dreaming. Stadion. 3-3. Ähm, ja. ja. Und? Ich würde sagen, wir schauen zum nächsten Spiel. Zum nächsten immer, Spiel? wie man bei Fußball immer sagt, okay. schaut vom Spiel zufrieden. Gut, dann waren wir äh, St. Pölten, Lustenau, Lustenau in einer absoluten Krise. Die werden demontiert momentan wie nichts. Ja. Von einem Zweitligisten St. Pölten ist natürlich eine absolute Katastrophe. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ich bin gespannt, wie, wie, wie die jetzt weiter tun. Ja, die Austria, äh, die hat sich jetzt irgendwie aus der Krise geschossen, 1-0 jetzt gewonnen und äh, schaut momentan für die Austria auch sehr, sehr gut aus gegen Austria Klagenfurt. Und die sind momentan auch sehr stark in der Liga. Deswegen. Mhm. Aber Cup ist immer, immer muss du dir vorstellen, du spielst halt irgendwo. Im, im Niemandsland manchmal als, als Bundesligist und wenig Zuschauerstimmung ist ganz eigen. Der Platz ist immer so holprig und so und da kannst dann ab und zu auch zu einem Stolperer kommen, wie es bei den Bayern gestern so war. Und das war gestern wirklich. Ich fand's irgendwie, fand es irgendwie nicht cool. Ja. Ich fand es irgendwie cool. Ja. Deshalb weil einfach, weißt du, ich bin was, ein Underdog. Ja, ah, das mal was anderes passiert. Ja, ja? Stimmt. Okay. Mäßige Analyse, wie immer von dir, Chris. Schreibt Daniel Thurry win-win schreibt chris hat recht es fahrt wenn immer die mannschaften mauern auf den ducky-punch hoffen und chris soll eingestellt werden als Trainer. Anscheinend ja. Ja, das ja. ist ja auch mal was für dich, oder? Für was für, für, was für eine Mannschaft? Schreib es mal rein für, für welchen Verein. Ihr für welche Mannschaft würdet. Ja, das wie es weiter im Cup? Ja, eben die Spiele heute am Abend. Viertelfinale ist dann Anfang Februar 24, Halbfinale Anfang April 24 und das große Finale dann am 1. Mai im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt wie und? gewohnt. Ja. Moment, Cup heute 20:30 Uhr, ja? Sturm Graz gegen den GAK. Grazer Derby. Ja. Der GAK momentan, glaube ich auf Platz 1 in der zweiten Liga, die sind top 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 stark unterwegs. Sturm Graz hat sein letztes Spiel gegen die Roster verloren. Also ich will nicht sagen, die verlieren, aber es wird eine super harte knappe Partie und was mich persönlich interessiert, weiß nicht, ob du das Antwort beantworten kannst, weil ich weiß es nicht, weil ich weiß, dass der GAK und Sturm Graz verwenden ja dasselbe Stadion mit demselben Rasen. Mhm. Jetzt sag mal, K steigt auf, spielt auch in der ersten Liga. Mhm. Was passiert dann? Wer spielt dann auf diesem Platz eigentlich? Mhm. Gute Frage. Gute Frage. Habt ihr die Antwort dann? Weiß schickt sie uns. Gerne Aber weißt du, wer das weiß? Der Benny. Der ja, kommt ja aus Graz, oder? Stimmt, stimmt. Kommt aus der aus Steiermark, ben? ja? ja? Nähe, Nähe Graz oder so. Nee, Hartberg will sich sicher. Benny, Aber wenn der du das ist ja weiß. Sturm Graz äh, Insider. Das, ja, voll. Benny, wenn du das weißt, gerne hier mal äh, reinschreiben in den Chat. Benni, du weißt es sicher. Wer, Benni wer weiß immer alles. Benni, du weißt das. das wer wer spielt dann? Wer darf in diesem Stadion spielen? Wer hat das Stadion gemietet? Ich weiß, es stimmt gerade, Aber hat muss das Stadion man nicht ein Stadion bauen, um überhaupt ähm, oder zumindest ein Stadion haben, um überhaupt Bundesliga spielen zu können? Ja, man muss schon entscheiden, natürlich. Ja, aber sie können ja nicht beide eines haben. Da müsst ihr uns. Das ist ja die Frage. Jetzt, ich glaub, sie müssten Sie müssten müssen, müssen eines bauen, meinst du? Ja, das glaube ich. Ich, glaub, ich aber glaub, glaub, das sie das bauen dann extra ein. eins oder was? Das ist die Frage. Oder vielleicht teilen sie sich den Platz? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht weiß es der Benny. Der Benny, bitte. Ja schreib mir. In den Chat. Aber ich würde sagen, Thema ist abgehakt. Ja. Und kommen wir zu unserem Stargast heute. Wir begrüßen bei uns Marion Maruschka. Geschiebt, wo ist mein Applaus? Marion, hallo, Mario, hallo servus. Hi, schön, dass hallo. du da bist. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie hast du die Sendung bis jetzt verfolgt? Ist es nach deinen Wünschen? hautnah? <laughs> Haut nah. Und? Dein Resümee. Ja. Top, es hat ein, ein eingespieltes Team. Wahnsinn, gell? Ja, ja. Wir sehen es ja. nur einmal im Jahr. Ja. <laughs> Wirklich? Ja. Heuer haben wir es einmal gesehen. Zweimal, also haben wir es heute gesehen im Jahr. Heuer, Heuer, Heuer ja. 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 Jetzt zum zweiten Mal. Ja. Funktioniert aber, ganz gut. Ja, danke, halt. danke, danke. Wow, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, cool. ja, Mario, jetzt haben wir ja gerade, Chris hat das sehr gut analysiert beim äh, Cup aktuell, diese mentale Stärke, dieses Thema mentale, ne, dieses Ganze da. Wie ist <laughs> es ja, eigentlich? Ich wollte schön verpacken, aber ich sagen, Mentale Stärke, ja. Entscheidungen, oft in Entscheidungen Wie ist es eigentlich beim Tennis? Also wie, welche Rolle spielt da die mentale Verfassung? Natürlich eine sehr große Rolle. Um, ich habe zuerst so vom Jean King Cup gesprochen, das ist jetzt eher Mannschaft, aber Tennis ist eine Einzelsportart und um, ja, die, die Psyche spielt eine sehr große Rolle natürlich. Ja, es ist ein sehr Langes Spiel, man muss immer konzentriert bleiben, sich auf den Punkt, man hat dazwischen immer viele Pausen auch. Da muss man schauen, dass man sich dass man in der Gegenwart auch bleibt und sich immer wieder neu auf den, auf den nächsten Punkt fokussiert. Und ja, also spielt natürlich eine große Rolle. Vielleicht kannst du mal den Unterschied erklären ähm, vom mentalen Faktor her zwischen, weil wir auch viele Fußballfans haben, zwischen ähm, Tennis und Fußball. Was ist für dich der härtere Sport eigentlich? Boah, der härtere Sport, das ist schwer zu sagen. Ich meine, der große Unterschied ist natürlich, dass, dass man mit einem Team gewinnt oder verliert, auch von den Emotionen her, glaube ich, beim Tennis, wie du schon gesagt hast, musst du die Entscheidung an alle alleine und immer wieder aufs Neue treffen. und ich hast du wahrscheinlich doch eine Strategie, wo du dann gemeinsam die weiter verfolgst und ja, also schwierig zu vergleichen auch. Aber ist nicht, habe ich nicht, du gesagt, alleine verfolgt, ist es nicht jetzt erlaubt, dass man von draußen coacht beim Tennis? Ja, doch, ja. Also, es ist jetzt, äh, es gibt äh, einige Turniere. Also, früher war Coaching strengstens verboten, außer eben bei Davis Cup und Billie Jean King Cup, wo ja der Coach auch tatsächlich auf der Bank sitzt. Ne? Also, da ist er ja Coaching erwünscht. Ähm, aber jetzt ähm, ist es auch so, dass die, die, die Trainer auf der äh, eigenen Seite, also auf der Seite, wo der Spieler ist, auch Coaching. Aber darf nicht antworten. <laughs> Habe ich gehört. Ja, ja, genau. Spieler, also, der, darf, nicht Spieler darf nicht antworten. Also sie können nicht wirklich viel interagieren, aber der, der Trainer kann reinsprechen. Früher hat man dafür ein Warning bekommen, ne? das gibt es jetzt in der Form nicht. Es gibt ja einige Spieler, wo besonders viel hineingesprochen wird. Tsitsipas. Katastrophe finde ich den. Um, oder Vater also halt extrem. Die Mutter viel. auch. Ja, auch. Das, das ist ein Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, bitte. Das ist da Wachst Der Mann. ist, einer, der ist ein, ein erwachsener Mann, ja. Und da sitzen immer seine zwei Eltern hinten und siehst im Fernsehen immer seine ist. Mutter. Ist das total angespannt und nervös? Ja, du beißt dich schon. Nein, aber das Geile ist ja, der Vater und die Mutter, die streiten ja dann immer. Ja. Die, <laughs> die tun sich gegenseitig niederschreien. <laughs> Es ist so richtig, es ist super. also ich als Sohn, ja, mir will ich sagen, geh bitte raus, tschüss, wieder schauen, ja. Also lass mich da alleine mein Ding machen. Ja, aber die sind ja, aber der muss ja so eine. Das stört auch viele andere Spieler, habe ich gehört. Also. Ja, ja, natürlich dazu ja schon im Vor. Also, dass die anderen ablenkt, oder? Ja, ich glaube, das ist eher. Ähm, Abhängigkeit. Ein ja, natürlich, das vater Sohn ist natürlich auch schon und dann Trainer-Sohn, das sind ja halt zwei verschiedene Rollen Ding. eigentlich. Und das ist auch immer schwierig, das dann zu trennen. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo sehr, sehr, also die hat sehr, sehr viel reinreiten. Ja, ja also das, wie ich das beobachte, ich denke, der nervt mich so, der Typ. Das ist einfach keine, der hat einfach keine, ja, ist meine Meinung, ist einfach äh, nächstes Thema. <laughs> Zitziplas ist wirklich eigenes Thema, weil, nämlich einfach so, das ist einfach, weil die blenden so auf die Eltern ein, dass die, so eine, dass die sich so wichtig nehmen. Ja? Mhm. Und ich finde das immer so, dass Eltern grundsätzlich auch beim, beim, beim Kindertennis und so, wenn es um Turniere geht und so, mischen die sich so viel ein, Eltern. Ja. Und die sollten überhaupt gar nicht sich einmischen, weil die, der Spieler sollte selber am Platz seine Lösungen finden. Und so, da, da ist so, du wieder mental stark. Es ja? ist ja nicht so, dass die Eltern, wenn die ständig irgendwas eintet da, da kann sie nicht immer auf seine Eltern verlassen. Das funktioniert nicht. Ja, ich also, meine, da ist es natürlich, sie ist ein erwachsener Mann, aber bei den, beim Kinder-Tennis, sage ich jetzt mal ist es dann halt oft ist es auch anders und schwierig, weil die Kinder dann ähm, noch minderjährig auch sind und die Eltern natürlich die zu den Turnieren fahren, auch mit den Kindern und, äh, ja, aber trotzdem. und das freuen natürlich. Ist, ja. Trotzdem soll es nichts. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Alles, was, was das Tennis betrifft, ist natürlich eigentlich der Trainer der erste Ansprechperson, ja, auf schon. jeden Fall. Ja. Vor allem, ich glaube, es ist auch schwer, wenn du das dann gar nicht trennen kannst, wenn du nachher heimkommst und dann ist die Familie auch so involviert in den Sport. Ja. Also ich glaube, das ist eher eine, für mich persönlich glaube ich das ist eher eine Belastung, oder? Ja, das kommt eben darauf an, wie gut sie das trennen können. Mhm. Das ist halt wirklich ein, ein, ein wesentlicher Faktor, dass man sich wirklich auch dann als Mutter oder als Vater sagen muss, okay, jetzt. Ich bin jetzt der Trainer und wir analysieren jetzt das Match. Ähm, und, aber dann auf der anderen Seite auch ähm, sagen muss, okay, jetzt bin ich die Mama und jetzt, jetzt tröste ich mein Kind und jetzt nehme ich den Part ein. Also das muss man eigentlich ganz klar trennen, ähm, weil sonst ist es schwierig. Welches Alter ist so das ideale Alter, um zu starten, wenn man sagt, Profikarriere wäre das Ziel? Das um. ist schon mal der falsche Zugang, <lacht> <lacht> oder? Um. Ja, naja, das, ist, mit, das ist mit acht Jahren, das ist der ja falscher Zugang. Und Kinder haben so diesen Traum, ich will auch mal Profispieler, Spielerin werden. Ja, ich glaube, die, die meisten Kinder, die anfangen, die fangen mal an, weil ihnen das Tennis Spaß macht. Genau. Und, und so soll es auch sein. Also man soll mit Freude diese tolle Sportart, die ist wirklich eine tolle Sportart, die man bis ins hohe Alter betreiben kann und sie sollen einfach Spaß dran haben. Und ich glaube, dass dann der Wunsch automatisch oder je nachdem, wie ehrgeizig sie dann noch sind und wie, wenn sie wirklich den Wunsch haben, Profi zu werden, das kommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich glaube, man muss dann noch die, die Kinder, Kinder sein lassen bis zu einem gewissen Alter und sie spielen lassen und sie müssen die, das alles erlernen. Und da macht es wenig Sinn, jetzt schon sehr früh eben zu beginnen mit Hin Hinterpunkten und, und so weiter hinterher zu jagen. Also das ist der falsche Ansatz für mich. Ähm, zuerst einmal die Ausbildung, auch Tennisausbildung in dem Sinne, die Techniken erlernen und, und das Anwenden erlernen zwar, ähm, aber jetzt nicht schon in frühen Jahren zu sehr äh, auf Punkte und, und, man, und so. gehen. Man muss ja auch erklären, äh, wenn man jung anfängt zum Tennis spielen ja, ähm, das ist ja alles viel mit Psychologie verbunden ja, und du musst dich ja da durchkämpfen, weil du hast doch keinen Schiedsrichter in den jungen Jahren. Das heißt, jeder entscheidet auf seiner Seite, ob der Ball drin war oder nicht drin war. Ne? Und das ist auch eine komplizierte Geschichte. Ne? Ja, also, natürlich. Manche sehen das so, manche sehen das so. Ja. Die Eltern sehen es dann wieder so, dann wieder ja. so und so weiter. Da geht es hin und her. Und das kann ich ja mental wirklich, also es gibt ja auch Eltern, die, also ich will nicht sagen, die sagen, dass ihre Kinder schummeln sollen, aber es gibt halt dann Kinder, die dann plötzlich sagen, ah, weil der einen Meter drin war, ist dann, sagt er, sagt einfach out. So, out out. Und dann kommst du da, also, das sind dann auch so Sachen, wo du dann konfrontiert bist und einfach nichts machen kannst und man psychologisch sich dadurch durchbeißen muss. Ist das ja. Du bist ja auch sicher mal konfrontiert worden mit solchen Sachen. Ja, oder? natürlich. Ich meine, wir haben jetzt gerade vor ähm, zwei Wochen oder so, äh, nein, ja knapp, also am Montag von der Stadthalle, unser neues Kids-Tennis äh, gelauncht wieder, die Webseite ähm, aktualisiert über eine eigene Kids-Ausbildung, wo wir auch versuchen, halt viel Aufklärung zu betreiben. Und auf unserer neuen äh, Kids Homepage, also sie sehen die alte, aber wir haben sie jetzt noch einmal äh, detailliert möchtest gemacht. Du, möchtest du sagen, wie lautet denn die Homepage? <laughs> nein, nein, es ist www.kidstennis.at, es ist ja. auch auf der ÖTV. Kidstennis.at. Ja, ähm, ist auf der ÖTV-Seite integriert. Ähm, aber da geht es halt auch darum, genau um diesen. Da gibt es einen Ethic Code, ja, ähm, sowohl für Kinder ähm, als auch für Erwachsene. Und das finde ich halt extrem wichtig, dass die Kinder frühzeitig lernen, auch selbstständig eben selbstständig, zu, also nicht nur die Technik zu lernen, sondern auch im selbstständig zu zählen, dass sie, da, dass sie das lernen. dass sie ja alles in, in jungen Jahren nicht so einfach. Ne? da baselt ja sehr viel auf sie nieder, was sie alles nicht alles machen müssen, auf was sie alles aufpassen müssen und so. Um, aber auch eben das Verhalten am Platz und so, dass man halt fair miteinander umgeht und so. Um, und, und das finde ich einen, einen wesentlichen Part, dass die Erziehung da schon sehr früh beginnt und dass man auch im, im Laufe der Jahre, man, man spielt zwar alleine, also im Match und hat keinen Schiedsrichter, aber es ist meistens ein Oberschiedsrichter doch dabei. Der kommt dann Und da finde es dann ja. schon auch wichtig, auch das Benehmen am Platz, dass da schon drauf geschaut wird, um, dass das alles äh, im Rahmen upload. bleibt. weil im Endeffekt schaden sich die Kinder damit auch selber. Und, ja. Aber ich war auch früher natürlich oft mit, äh, mit solchen Entscheidungen ähm, konfrontiert. Und, und gerade im internationalen Tennis ist es dann auch nochmal schwierig, ähm, wenn, äh, wenn man im Ausland irgendwo spielt und es sitzt kein Schiedsrichter um. Und da habe ich auch schon ganz skurrile <laughs> Sachen dann erlebt natürlich. Sag mal was zum Beispiel. Naja, dann also du fährst extra von <laughs> Österreich nach Kroatien zum Beispiel. Du spielst irgendwo in der hinteren Ecke links Quali. Ja, meistens in der Halle oder so. der Halle. Genau. die Mutter yeah. von der Gegnerin draußen sagt, reiner gib halt mehr Bälle out oder so. Yeah. und das Sit hörst Du sitzt daneben und so und dann macht er die bei den knappen Bällen und sagt dann plötzlich out. Und dann Boah, ähm, ich ist durch. dann aber natürlich umgekehrt, hat dann die andere Spielerin einfach einen Ball, da mitten im Feld war, abgefangen und gesagt, mein Punkt. <laughs> und ähm, Dann ist, kommt natürlich der Oberschiedsrichter und dann bleibt der Oberschiedsrichter da und wird natürlich das Match verfolgen, damit solche Sachen nicht passieren. Aber natürlich, das sind alles Sachen, die, die passieren natürlich. Ja. Da muss man psychisch schon mal durch, ja? durch diesen ganzen mhm. Spaß. Ähm, was die meisten Eltern dann wahrscheinlich nicht checken, ist, ähm, dass es auf langfristig natürlich nichts bringt, wenn ich jetzt da schummel. Ja, also es ist ja, ja natürlich. Und deshalb haben wir ja diesen Ethik-Code, wo, ja. man, wo man den Kindern versuchen ja. eben beizubringen oder auch den Eltern, dass es einfach ein faires Spiel mhm. sein soll. Aber kommen wir mal zu dir. Du warst ja Top 50 der Welt. Wie war so deine Reise? Wo hast du denn gestartet? Und vor allem, wann war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich Profispielerin? Um, ja, in jungen Jahren, also unser Leben hat sich am Tennisplatz einfach abgespiel, abgespielt. Mein Opa war auch ein leidenschaftlicher Tennisspieler, meine Eltern und so haben wir immer die Zeit am Tennisplatz verbracht. Und um, ja, ich bin halt dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so mit zehn Jahren U10 so die ersten Turniere gespielt und war halt dann relativ bald Landesmeisterin und so. Und dann ging mal die nächste Turnier und dann waren die österreichischen Meisterschaften, da bin ich dann auch Dritte geworden und so wachst man da hinein. Und ähm, eigentlich so die erste große Entscheidung war dann so mit, mit 13, ähm, auch bezüglich Schule natürlich. Also ich bin in die Unterstufe gegangen und dann war halt die Entscheidung, gehe ich in die Südstadt ähm, und mache, äh, probiere voll Profi zu werden und, ähm, oder bleibe ich in einer normalen Schule. Aber für mich war ich relativ äh, schnell klar. Ich auch, ähm, war Geräteturnerin früher und habe dann schon in den letzten Jahren der Unterstufe dann mit Geräteturnen aufgehört, weil das Tennis einfach überhand genommen hat, so also viel mehr gespielt habe und ähm, ja und dann war die Entscheidung mit der Südstadt, ist, ist dann gefallen und, und somit war für mich klar, dass ich den Weg gehen werde, weil, weil ich dann eben alles auch dem Tennis untergeordnet habe und ähm, ja, und das war eigentlich so für mich so 13, 14 Jahre würde ich sagen. Um, so die Entscheidung dann. Hast du so einen Trainer gehabt, so wie der, der Dominik, so einen Günther? Oder hast du da verschiedene Trainer gehabt? Oder hast du da einen, der dich da von klein auf begleitet hat? Nein, ich habe eigentlich verschiedene Trainer gehabt. Ich habe den Alfred Deser, der hat damals das Niederösterreichische äh, Verbandstraining gemacht Und dann ähm, ich bin ich zum MITV gekommen und dann war der Bernd Wetter mein Trainer, dann der Philipp Kreitschik ähm, und der Christian Parkmann. Also ich, ich bin ja schon so unterschiedliche Trainer. Unterschiedliche Trainer ja. Also so in meiner Jugend, so bis ich 18, 19 war. Wie viel Kohle braucht man eigentlich, wenn ich jetzt 15, 16 bin und ich möchte jetzt anfangen, die Welt zu bereisen und ich bin gut unterwegs. Wie viel Kohle brauche ich? Ich habe gehört bis zu 100.000 Euro für eine Saison. Ja, das Ist das richtig? Ja, 80 bis 100. Es kommt ich. halt wirklich darauf an, ob man wie, wie man es betreibt, ich sage jetzt einmal. Hochprofessionell. Wenn man hochprofessionell betreibt, ja. Mindestens, gell? Ja. Eine Saison. Weil was muss man denn, man muss ja das kurz erklären, was da abläuft, ne? ja, Man kurz, braucht halt man einen machen. Tennistrainer, man braucht einen Konditionstrainer, dann äh, Reisen. Das ganze Reisen, ganze Turnierreisen. Mit dem Trainer, da muss dann man dann die Kosten des Trainers auch zahlen. Genau. Dann hat man einen Physiotherapeuten, ähm, ähm, vielleicht Ernährungsberatung, vielleicht auch eine psychologische Betreuung. Also das alles zusammen, das, das, das kostet schon sehr, sehr viel Geld, ja. Wahnsinn! Das heißt, es sind nur privilegierte Menschen, die das da machen können? Oder, oder gibt es doch, kann man das, kann der ÖTV da, wie schaut das aus? Ja, natürlich. Also, ich, ich glaube, es, äh, es ist natürlich von großem Vorteil, wenn man, wenn, wenn man Kohle hat. Wenn man Geld hat, ja. <lacht> 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 um, Aber ja, natürlich unter, unterstützt <laughs> der ÖTV in vielen ja. Belangen ja. Um, um, dieses, also die, die Spieler und Spielerinnen unserer besten Nachwuchsspielerinnen haben eigentlich die Möglichkeit, eben in die Südstadt zu kommen, im Trainingszentrum mit dem ähm, Head Coach Jürgen Melzer und einem äh, Fitnesscoach äh, Philipp Wesseli, der auch eine Zeit lang mit dem Rublev gearbeitet hat. Ja. Das ist ein Top-Team. Und Lukas Jastronik, der hier auch die, die Tennistrainer unterstützt, also das Tennistraining unterstützt, beziehungsweise auch eine eigene Gruppe hat. Ähm, ich glaube, wir haben da wirklich ein, ein super Team in der Südstadt. Und, und mit diesem unterstützen wir auch unsere Nachwuchsspieler. Auf der anderen Seite haben wir auch, wenn jetzt jemand sagt, er mag jetzt die Südstadt kommen, er mag das mit seinem eigenen Trainer machen, auch eine, sozusagen eine externe Förderung. Allerdings ist die ein bisschen gebunden an, an das Ranking. Also da muss man schon eine gewisse Ranglistenplatzierung haben, damit man dann auch in den Genuss dieser Förderung kommt. Und natürlich haben wir natürlich auch ähm, die, die Verbindungen zu HSZ. Und so weiter. Wenn man dann mal 18 ist, da gibt es ja halt dann noch andere Möglichkeiten, um auch unterstützt wird, sei es jetzt Heißzeit oder sei es über die Polizei. Ähm, Sporthilfe ist auch, äh, wir haben auch einige Spieler, die von der Sporthilfe unterstützt werden. Ähm, also gibt es natürlich Möglichkeiten, ja, und man muss ja, man kann auch sparsam umgehen. Ich sage jetzt mal, wenn man genug Geld hat, 80.000 bis 100.000 auf jeden Fall. Pro ähm, Saison? Ja, ähm, jetzt für einen, wenn man es jetzt alleine macht zum Beispiel. Weißt du, das ist jetzt passiert das in Akademien, man arbeitet in Gruppen und so weiter und so fort. Also ja. Also macht es einfach so, wie der Wolfgang Team verkauft einfach seine Wohnung, oder? Also, habe ich gelesen oder so, hat der hat seine Wohnung verkauft, oder was? Ja, du musst du mal ein bisschen ja. was riskieren und schauen und dann schauen ob was rauskommt, ne? Ja, dem haben sicher sehr, sehr viel investiert, ja. Ja. Und dann Vertrag mit Günther und dann. Ja. Und dann schau, was rauskommt am Ende. Gell? Aber zumindest ja, ich mein, wie gesagt, das ist, ist halt schwierig, wenn man wenn, man, wenn man dran glaubt dann, dann, dann macht man auch sehr viel. Ja. Und ich kann mich in an, an eine kleine Parallele jetzt nicht in so einem großen Ausmaß erinnern, aber ich war, wie ich so 23 war ich glaube ich und ähm, bin ich sehr viel allein gereist, weil ich konnte es mir damals auch nicht leisten eben, dass, ich, ähm, äh, dass ich das dass ich das alles bezahle, also ein Trainer mit mir mitfahre. Ich habe mir das Training äh, quasi in der Südstadt auch finanziert. Ähm, damals, war da bin ich dann auch aus dem System ÖTV ähm, schon draußen, also herausgefallen. Und, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, also jetzt ist, war ich wieder so 150, knapp vor den Top 100. Und habe wir dann auch gedacht, ich, ich, diese Top 100, die wollte ich unbedingt knacken. Und ich war schon einmal, wie ich so 18 war, knapp an die, an die Top 100, da war ich 104 war schon aus Open und, und US Open im Hauptfeld. Und habe mich dann aber leider verletzt. Ich hatte den Kreuzbandriss zweimal hintereinander und habe dann wow. ein paar Jahre verloren. Und ähm, da ich dann zurückgekommen bin und wieder bei 150 waren, und dann so alleine von Turnier zu Turnier gefahren ist, was ja auch jetzt äh, doch ein, ein harter Job dann auch ist. Ähm, und dann habe ich auch viel gesprochen mit anderen Spielerinnen, äh, mit Trainern und so und habe mir gedacht, nein, ich muss jetzt, ich möchte das jetzt wirklich, diese Top 100 möchte ich knacken. Und da habe ich dann auch gesagt, ich habe etwas äh, hab angespart gehabt und hab gesagt, ich nehme jetzt das Geld, was ich habe und investiere es in einen Trainer. Ich war damals, ähm, habe ein Turnier in, in, in Israel gespielt und habe einen holländischen Trainer getroffen, ähm, den ich schon gekannt hatte von, äh, von den Jugendturnieren. Und der hat gerade eine Gruppe quasi gegründet und, ähm, und habe dann mit ihm und, und zwei anderen Spielerinnen ähm, gesagt, okay, also das Geld, was ich habe, das investiere ich jetzt, ich, ich hau das rein das Jahr und schau mal, was rauskommt dabei. Und wenn es nicht aufgeht, muss ich mir nachher überlegen, was ich mache, weil dann habe ich kein Geld mehr und ja und bei mir ist es auch aufgegangen ich bin dann habe das glaube ich das vierte oder dritte Turnier was ich gespielt habe war WTA-Turnier in Oakland und da habe ich mich dann qualifiziert und das Turnier gewonnen und somit war ich da 100 und ähm, okay, ja. schon wieder da <laughs> ja natürlich überlebt weil, hast du ja damit. weil man war, war ich im Hauptfeld wieder bei den Grand Slam Turnieren und so weiter und das ist halt manchmal Manchmal braucht man einen gewissen Mut und, äh, und, und auch ein Glauben an sich, dass man sagt, okay, oder, oder ein Glauben an, an der, in dem Fall an, an seinen Sohn, dass man sagt, okay, das, das riskiere ich jetzt und, und das oh, mache ich. Genau, man lebt nur ja. einmal. Ja. Was würdest du sagen, war so das große Highlight in deiner Karriere? Um, ja, das war definitiv der, der Sieg in Oakland damals, bei einem, das wta art in dem ich gewonnen habe, weil ich da eben zur Quali angereist bin und mich qualifiziert habe. Und im Finale habe ich dann Judith Wiesner geschlagen, die damals die Nummer 1 in Österreich war und auch Top 20, sie ist damals 15 in der gestanden. Und die habe ich dann im Finale 6-3-6-1 geschlagen. Und du hattest Ersatzball gegen äh, Martina Hingis, ja, hast genau, du erzählt. Ja, das letztes Mal. Bist du wahnsinnig? Ja. War es, war es ein knapper Ball dann? Ach, nein, das war relativ gut gespielt von ihr. <laughs> <laughs> und gegen die Monika Seele ist das auch gespielt? Ja, da habe ich ähm, bei den French Open mal die erste Runde gewonnen, zweite Runde in der sogenannten Stierkampfarena, die sie jetzt ähm, abgerissen haben. Ja. Also dieser Kessel dieser Runde ja. ähm, habe ich dann, ähm, zuerst bei ich angesetzt auf die Susan long, long Court und dann war Regen und dann bin ich auf die Stierkampfarena umgesetzt worden sozusagen und da haben wir nach einer Regenunterbrechung begonnen und da habe ich den ersten Satz gewonnen gegen die Monika Seele. Ja. Sixth. Und am Anfang haben alle gesagt, Ali Monika, Ali Monika, und zum Schluss haben sie angerufen, Ali Maruska, Ali Maruska. Das ist schon geil. Ja, das wenn war schon plötzlich cool. plötzlich der ja. sozusagen, ja, machen, genau. wenn das Publikum ja. schwenkt über und ja. dann merken sie sich, da geht was, gell? Ja, ja das war schon cool, ja. Die Sensation liegt in der Luft. Man merkt schon, wie sie lacht, schau. Man kann sich so <laughs> richtig zurückerinnern, zurück wie das damals war. Ja, ja geil. Ähm, wir wollen aber kurz auf unsere Community eingehen, oder? Können wir gerne machen. Gibt's eigentlich, ich frage einmal die Regie, heute haben wir keinen Code-Bonus oder sowas, gell? Bonus-Wettgutschein oder sowas. Wir haben dann, aber ah, wir haben, haben wir? ein Highlight in, bei unserem Hell of a Corner. Da ja. kann man nämlich wieder setzen, wer gewinnt Team Sportschau oder unser Gast heute. Das Und was heißt, finden wir dann? Das verraten wir dann. Okay. Also deswegen dran bleiben auf jeden Fall. Es das müssen auch. wir doch unserer Community sagen. Es gibt nachher Hell of the Corner und dann gibt's was so stories zu Gewinnen für euch. Deswegen bleibt dran. Aber das Gewinnspiel läuft immer noch. Läuft immer noch. Es gibt zweimal zwei Tickets für Samstag und zweimal zwei Tickets für Sonntag für den Billie Jean King Cup. Und Marion, wir haben jetzt vorher schon drüber gequatscht und gesagt, du wirst uns einfach jetzt mal am besten erklären, <laughs> was genau passiert da und vor allem wen sehen wir in Cup. Österreich. Ja, also der Billie King Cup ähm, ist das Pendant zum Davis Cup, hat früher Fed Cup geheißen und wurde vor zwei, drei Jahren umbenannt in Billie Jean King Cup ähm, nach der legendären Billie Jean King, ähm, die ja diesen äh, Federation Cup, wie es ganz früher geheißen hat, auch irgendwo mitbegründet hat, hat auch war beim ersten, äh, bei den ersten Matches für die USA damals dabei. Und ähm, setze sich jetzt halt sehr für, für, die, für die Frauen ein und Frauenrechte und so weiter. Und ähm, hat ihr da jetzt, ähm, also sie sind vor drei Jahren umbenannt worden. Ähm, wir spielen im Moment also das Playoff. Und zwar, du hast das schon gesagt, 11. oder 12. November in Schwächert im Multiversum. Und ähm, da spielen wir gegen Mexiko. Um, und das Playoff-Spiel ist sozusagen, da spielen wir, ähm, letztes, haben wir, letztes Jahr haben wir auch ein Playoff gespielt gegen Lettland, das wir überraschend gewonnen haben, weil da haben wir ähm, die Osterbenko, die ja Top 20 steht, ähm, mit ihrem Team sozusagen besiegt. Und ähm, dadurch, dass wir das gewonnen haben, haben wir dieses Jahr im Frühjahr ähm, Qualifier, das Qualifier-Match gespielt für für das Finale, für das große Finale. Da hatten wir leider eine sehr ähm, schlechte Auslosung, weil wir natürlich mit dem ähm, Gegner USA einen sehr, sehr taffen Gegner äh, bekommen haben. Und damals ist die Begola Nummer 3 der Welt gewesen, die Coco Gauff Nummer 6. Jetzt ist es umgekehrt, das ist glaube ich Glauben, die Coco es Gauff Nummer 3. Ja? Und die Begola ist glaube ich 5. Ähm, wir haben aber gleich eine Frage dazu ja? von Daniel Fury. Daniel, Mann, wie geht's? <laughs> Der Tan ist, ist ein Stammkunde bei uns. Ja, ja. Das um, danke, dass du zuschaust. Ganz eine wichtige Frage: Wie sieht es denn mit der Zukunft im österreichischen Damentennis aus? Das würde uns interessieren. Gibt es da Hoffnung? Gibt es da eine Barbara Schett, eine Next Barbara Schett? Ich glaube, das war die letzte Top Ten Spielerin, oder? Soweit ich mich erinnere. Ja, kann. ja. Gibt es da generell kommt unsere da, kommt beste da, österreichische Tennisspielerin. Überhaupt, gell? Ja, überhaupt. Ja. Kommt da was nach? Sieben. Ja, also was wir haben. Ähm, Hoffnung. Ja, also ich würde sagen, die Tendenz geht stark nach oben. Wir haben heuer mit Julia Graper, also mit Ende letzten ja. Jahres kam die hat die Julia Grabe mal die Top 100 wieder geknackt. Das war ungefähr so im September. September, Oktober hat sie die Top 100 geknackt. Das ist immer so im Tennis, über die ich habe es zuerst schon erzählt, hab's sicher gesehen, wie ich's hab. ich es erzählt habe. Ich wollte unbedingt nur eine Top 100. Das ist so wie eine, eine magische Schallmauer oder so, so eine so ein Ziel. So ein Ziel. Ja. Und ähm, habe mich besonders gefreut, dass sie das jetzt geschafft haben, weil wir jetzt doch einige Jahre lang niemanden in den Top 100 hatten. Und ähm, ja, also jetzt haben wir mit der Julia Kabe auf jeden Fall eine, eine Spielerin, die, die das jetzt geschafft hat, knapp jetzt vor den Top 50 sogar gestanden, die sich jetzt leider verletzt hat. Aber natürlich ähm, dahinter mit der Sinja Kraus, die jetzt auch beim Billie Jean King Cup unsere Nummer 1 ist, nachdem die Julia ja leider verletzungsbedingt die Saison beenden musste, weil sie eine Operation im Handgelenk jetzt gehabt hat. Ähm, äh, mit der Sinja Kraus sicherlich eine noch junge Spielerin, die ist erst 20, ähm, die sich auch noch gut entwickeln kann. Sie hat, wir ähm, äh, man auch gesehen, in Amerika gegen die Begola wirklich also sehr, sehr gut äh, auf sehr hohem Niveau mitgespielt, sehr lange, hat auch teilweise äh, die Begola overpowered. Ähm, also die hat auch sehr äh, wirkliche Stärken. Ähm, und ja, also von den jungen Spielerinnen her ist sie dann eine der Nächsten sozusagen. Ähm, und von den ganz Jungen, ich habe auch bei uns im Team ähm, auch eine sehr junge Spielerin, die 17-jährige Tamara Kostic, ähm, die sowohl bei den ITF Junior's heuer schon mal unter den Top 50 war, als auch ähm, im Damen-Tennis schon Turniere gespielt hat und nicht, die nur, ich. nicht nur Turniere gespielt hat, sondern sie auch ja. gewonnen hat. Also ein äh, ja, 15.000-Dollar-Turnier mit 17 Jahren gewinnen. Das war, glaube ich, auch haben wir jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre lang nicht gehabt. Und das, das macht natürlich, das freut mich natürlich und ist auch so ein bisschen natürlich eine, eine Hoffnung Richtung Zukunft, dass da einige nachkommen. Da gibt es auch eine Frage von The West, sie schreibt: West. Wird Österreich gegen Mexiko gewinnen? Ah, gute Frage. Also ich sage jetzt mal, die Ausgangsposition ist 50-50, ja. Also es ist, glaube ich, wir sind ziemlich ebenbürtige Gegner. Die Nummer eins von Ihnen steht derzeit ein bisschen besser als die Senior Cross. Und Ihre Nummer zwei war vor einem Jahr auch noch so 180 in der Welt. Um, steht derzeit 400, aber ist eben auch eine gute Spielerin. Wir haben mit der Tamira Paschek auch eine sehr starke zweite Spielerin. Die Tamira war ja nur noch so gut, Finale. oder? Genau, wie im Viertelfinale zweimal. Aber was ist dann passiert? Um, die war glaube ich, fünf Jahre. Nur jung, verletzt. oder? Ja, erstens einmal, man glaubt, fünf nicht. Jahre verletzt, oder? Ja, also immer wieder. Boah. Sie hat dazwischen immer wieder probiert zurückzukommen, aber eigentlich fast fünf Jahre äh, hat sie dann fast kein Ranking gehabt, weil sie immer wieder mit Verletzungen gekämpft hat. Mhm. Aber sie ist jetzt seit eigentlich zwei Jahren wieder zurück, hat einige gute Ergebnisse und da haben wir eigentlich auch eine starke Spielerin an Nummer 2, die, die, die schon mal bewiesen hat, dass sie sehr, sehr gut, sehr gut spielen kann. Ja. Mich interessiert noch eins, wenn ich jetzt, ich habe auch gehört, wenn du jetzt einmal bei den Herren Top 50 bist, da kann man ja davon leben, halbwegs. Mhm. Und bei den Frauen ist es auch so, oder? Wenn man Top 50 kann, kann ich dann ja. so halbwegs. Top, 50 weil ist. Top 100 ist noch nicht, kann ich noch nicht wirklich. Top, 5, äh, Top 100 ich, ist sicher ist okay. ist eine, eine Erleichterung, sage ich jetzt einmal. Ja. Gleichstand. Ja, wo man ganz gut bearbeitet. Es kommt ja. halt immer auch darauf an, wie viel man investiert. Dann nimmt man dann noch einen Physio mit, nimmt man den Trainer mit, wie viele Leute nimmt man auch mit auf Reisen. Das ist halt dann auch immer so ein Thema, weil ähm, da, da geht natürlich auch sehr viel Geld dann äh, drauf, wenn so man. Wie der Natal, 25 äh, Leute oder so. Ja, natürlich, aber die, die können die sich so viel Fleisch so ja, ja, aber das ist Box, auch der oder? Grund, warum die jetzt bis ins hohe Alter also es ist jetzt gemein, wenn ich das sage, so alt sind sie noch nicht, aber trotzdem, ähm, früher hat man jetzt nicht so, 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 so lange spielen können. Aber jetzt haben die alle physios mit und werden sehr gut betreut und können dadurch auch viel länger spielen und es gibt ja bei der, bei, der, bei der kohle ist es so dass die frauen genauso die viel verdienen bei den us open glaube ich oder ist es nur bei den us open ja, mittlerweile haben ja alle alle grand slams das gleiche preisgeld ja aber ist doof, aber, ich aber was ich leider die turniere darunter die zweite ebene ist natürlich bei weitem noch nicht noch dort nicht so. wo die wo die herren sind aber also es war schon mal ein gesehen, schritt ja, es ist natürlich Guter ein erster Schritt. Schritt in die richtige Richtung und da sind wir sicher auch eine Vorzeigesportart im Tennis im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten. Ja. Ähm, das ist auch etwas, was wir der Billie Jean King mit der One Dollar Bill äh, von früher ähm, zu verdanken haben, weil die hat das Ganze eingeführt hat, sozusagen. Oder so? Ja, die hat das initiiert, dass es auch im Damen-Tennis ähm, Geld zu verdienen gibt und das sind heute auch noch viele Spielerinnen. Ich weiß, nicht, die Coco sich letztens wieder in einem Interview sich bedankt bei der Billie Jean King, dass sie ähm, äh, so für die, Frauen, für die Frauen gekämpft hat, dass das möglich ist. Ja. ja, cool. Wann kommen wir, kommen wir zum Spielen jetzt oder was? Ja, okay. Ich, ich bin nervös, Bei ich möchte Chris Gas geben. Wir haben wir beide wissen ja nicht, was passiert. Wir wissen nur, dass du einen Tennisschläger mit hast yes. und einen Tennisball. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in Hell of the Corner. Gehen wir rüber. Du kannst gerne mal hier zu mir kommen ins Bild. Du siehst das eh hier ja, eingeblendet. Und jetzt, Chris, musst du sagen, ja. was wir machen sollen? So, ich erkläre ganz kurz nochmal, was geht. Wir haben zunächst einmal, liebe Community, einen 10-Euro-Wettgutschein ja. für euch. Ja. Den gibt es jetzt zu gewinnen beim Hell of a Corner. Ich erkläre kurz das Spiel, ähm, kurz, wie es funktioniert. Und erkläre, wie es zu gewinnen gibt. Ja, ja. So. Und zwar gibt es das Team, <laughs> Team, Team Sportshow. Sportshow und Team Gast mitmachen. Team Mario. Gast, genau richtig. Und ihr müsst auf den auf den auf den richtigen setzen, ja. ja. Und das ist ein Ratespiel, ein kleines. Und zwar werde ich fünf verschiedene TennisspielerInnen innen sozusagen imitieren: Vorhand, Rückhand, Aufschlag. Und äh, die zwei Damen müssen dann erraten. Natürlich derjenige, der als Erster Richtiger rät, bekommt dann einen Punkt. Müssen halt erraten, welchen Spieler bzw. Spielerin ich meine. Und mhm. da wir hier zwei Tennis Freaks haben, kann man so das ja, ja, sagen. Bin ich mir ganz sicher, dass das nicht so äh, schwer wird. Vor allen Dingen für euch, liebe Leute. Äh, ihr könnt es mitraten. Ja? Wenn genau. ein bisschen, bisschen Tennis-Historie erwarte ich mal schon von euch. Nicht nur Fußball, immer Freunde. es ja? kann auch mal Tennis sein. Ja? Deswegen. Jetzt äh, geht's los. Seid ihr bereit? Genau. Mittippen okay. und der oder die, der am Ende gewinnt. Ich muss das mal kurz auf auf die Seite gehen. gehen ja? Eure also, gutschein Gut, warte kurz. Ich schau mal kurz, welchen ich nicht als erst nehmen wann da. es denn? Mutiert? Bitte was? Du musst sagen, was losgeht. Ja, geht schon los. Merkst nicht, dass ich, ich bin schon ein Spieler jetzt gerade? Warte kurz. Wart, was habe ich da aufgeschrieben? Ähm, also Es geht schon los. Okay. Also, ja, okay. Es geht schon los, ja. Ja, tipp es mal mit. oder es mal mit im Chat. Ah, ich habe mir das nämlich auf der Hand aufgeschrieben. Aber ich kann meine, ich kann meine Schrift nicht lesen. Ja? <laughs> ah ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt habe ich es. Geht's? Okay, warte. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Ball brauche. Brauche jetzt gar nicht. Geht's? Ich ja. muss auf die Seite gehen, ne? Wirklich. Aber ich müsste, Pass auf, aber das Ding ist halt. Das Ding Wax. ist halt, es geht relativ schnell, ja? Okay. Aber es geht jetzt schon los, oder es wie? Es geht schon los, geht Achso, schon los. Schon mitten Geht's? Drin. Ja. Hey, hey. Hey, hey. Okay, Monika Seelisch. <laughs> Richtig! Wahnsinn! Stark. Erster Punkt für dich. Kathi, du musst nicht stark sagen, du musst mitraten. Du sollst nicht moderieren. Du bist, das, du bist viel Show gast Du musst dann raten, sofort. Zack, zack. Du bist in meinem Team. Ja, aber nichts gut, gut gemacht. Ja, nichts okay? gut. Gut, gut gemacht. Kati. Gut, der erste Punkt geht okay. mal an dich. 1-0. Aber schau mal. Was ist schon was? Ah, okay. Geht's? Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ja? Okay. Aber du erkennst es sicher. Geht's? Steffi Graf. Richtig! <laughs> Respekt! Respekt. Du musst kurz mal erklären, woran hast du es erkannt? Das ist schwer. An beiden Rückgangsleisten natürlich. Hauptsächlich, das wäre stärker. Aber die Vorhand auch mit der ähm, Ausfallbewegung. War nicht schlecht, gell? Das aber war nicht schlecht, das ich so gut sagen, ja. Ja. Ach, Chris, muss ich sagen. Ja, aber du schlecht. Schöne Performance. Muss man sagen. Du ja, hast es schlecht gemacht. Du sagst immer nur, wie gut komm, ich bin. Komm, doch aber doch du vielleicht. gehst echt zu mir. Du musst mitraten. Das steht schon 2-0. Ja, wir haben eh noch drei Leute, ich hoffe, ihr können. habt auf das richtige Team gesetzt. Es gibt keine 10 Euro für euch, gell? Okay, nächster Wort nicht, dass ich schaue. Ja, du kannst eh sehen. schauen. Nein, ich will es gar nicht was? wissen, was auf deiner Hand steht. Du kannst kann Was auf meiner Hand steht, kann ich noch nie lesen. Deswegen ist es wurscht. Okay, geht's? Ja. <laughs> Warte kurz. Eh, katholisch Ja. Hättest du es auch getippt? <laughs> das ist richtig! 3-0! Damit kannst du nicht mehr gewinnen, Kathi, aber wir machen trotzdem noch zwei. Es gibt zwei Bonuspunkte äh, und zwar wir jetzt noch zwei zusätzliche Spieler, ja? mhm. Und die zählen einfach doppelt. Das heißt, die Kathi könnte <laughs> schafft sie eh nicht. Kann man auch da keine sagen. Ja, du musst nicht glauben. <lacht> Hallo. <lacht> Natürlich glaube ich an dich, ja. Uh, gut, was wir machen den nächsten. Wir machen trotzdem den vierten noch einmal, ja. den vierten, das ist heißt noch einmal. Wir machen den vierten jetzt, ja. Ah, und den fünften auch noch, weil der muss sein. Okay, vierter, geht's? Also wenn du den Aretskarte kriegst, von mir zehn Punkte geschenkt, ja? Schau mal. Okay, geht's? Mhm. Warte, das bei war ein Ball. Warte. Ja, warte kurz. Ja, ja, ich weiß genau, warte. Hast du einen Tipp für uns? Nein, ich weiß. Äh, 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 ist das da? Äh, soll ich raten? Na, wer ist es? Ja, Sag irgendwas! Djokovic? Uh, nein. Djokovic! Djokovic, <laughs> der peppelt 18 Mal. Ich mach so. Der bebbelt 18 Mal. Genau. Warte mal, der, äh, ist Komm. das. Na warte, der. Äh, Curious. Was? Nein. Oh, das ist auch. Nein, noch einmal. Noch einmal, <laughs> komm. Das muss Die Darstellung. Präziser? Ja. Okay, soll ich sagen, ich gebe einen Tipp, ja? Ja. Ein ganz ein schlechter Grundlinienspieler. Sehr starker Aufschlag. Sehr starker Aufschlag. Technik vom Aufschlag hat er gelebt und sonst gar nichts. Okay. Also Vergangenheit, oder? Vergangenheit, ja. Und. Mit Djokovic hat es ein bisschen was zu tun. Kommt's, Leute, bitte, so schwer <laughs> ist das nicht. Ja, was die Bewegung kommt mir total Komm. bekannt ja. vor, aber ich, ich so kann es jetzt nicht zuordnen. Naja, ich kann es nicht, nicht zuordnen. zuordnen. Wildcard-Gewinner eines großen Turniers. Welches? Von Wimbledon. Upp. Oh, <laughs> macht noch ein paar Mal. Okay. Soll ich jetzt Müll saufen? Mehr ja? Tipps, keine Ahnung. Pet Cash. Nein, nicht Pet Cash. Das ist, na, ist Goran <laughs> Ivanisevic. Ach so, ja, genau. Goran ja. Ivanisevic. Ja, ja, das ja, weiß doch ja. jeder, weiß das? Ja, ja, stimmt. Der das kann nur ich. aufschlagen. Ja. Hat nur aufschlagen können. Ne? Und der, der hat immer diese Bewegung. Er hat gehabt, einmal so. vor mir in Wimbledon gespielt. Da ja. habe ich aber ja Court Number Two gespielt. Und er hat vor mir gespielt und hat im fünften Satz, ich habe mich, glaube ich, 17 Mal aufgewärmt. Uh, und der hat immer, ich glaube der hat irgendwie 25, 23 und ich habe mir gedacht, das wird überhaupt kein Ende mehr nehmen. Und dann wärmst du schon immer auf und dann, okay, noch einmal 20, 20 und dann. Aber kannst du jetzt. Das, ja, okay. ja, ich weiß, es ich genau. Ja. Okay, Leute, und jetzt für euch gibt es einen zusätzlichen Bonus! Also nur so, Bonus. So ein, zwei Colaflaschen <laughs> Hier, pass auf. Wir kommen jetzt zum, zum Letzten, ja? Und der zählt, kati jetzt hast du die Chance. Der zählt alles. Nein, der zählt, Nein, wenn du mit da richtig liegst, ja? Dann, es steht jetzt 3-0. Ja. Wenn du jetzt richtig liegst, dann machen wir unentschieden draus, ja? Okay. Schauen wir mal, ja? Was auch ist. Ja, okay. aber, aber nicht, dass du es umschießt, gell? Na <laughs> dann, Das ist gefährlich, Nadal? nicht, dass du es umschießt und Nadal. Richtig, ja. Hoi. Und sie hat es richtig gehabt. Ja. <laughs> <laughs> Wenn es drauf an ist, nichts macht. <laughs> ja, wegen den zwei <lacht> Flaschen. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Eine auf gekühlt ja. und eine auf Raumtemperatur habe ich mal gehört. Muss sein. Ich habe hab nur zwei Flaschen hingesetzt. Das hat nicht damit irgendwer gesehen da. Ja. Ich wollte eigentlich so machen, schon. Jetzt kommt die Performance. Zuerst hinten rausziehen, <laughs> ja, hinten rausziehen und dann. <laughs> Wie lange das Das ist wirklich okay. sehr akkurat. Bas, ich, sag mal, jetzt ist unentschieden. Okay. aber ich habe noch einen Bonus. Oh nein. Weil es das muss ja einer gewinnen, Es muss einer gewinnen. Ne? Ja stimmt, Ich stimmt. es stimmt, ich schon muss einer gewinnen, okay? Ja, ich habe gewonnen. Du hast dich gewonnen, aber jetzt, wir machen es noch einmal spannend, ja? Ja, ja, einmal aber den, spannend. Aber den kann die Karte nicht erraten. Den kennt sie, glaube ich, nicht, ja? Aber hm. du kennst sie sicher. Oh, jetzt kommt aber jetzt ein, konzentrier nein, dich. So du weißt es. Amerikaner. Schaut gut aus. Wir könnten ihn nochmal <laughs> so machen lassen einfach, oder? Wir lassen ihn einfach in <laughs> <so. lacht> ähm, Spielt aktuell oder? Aktuell? Nein, schon Ewigkeiten hier. Ach so. Ein älterer Amerikaner. Älterer, ja. Kurze Haare. Andy Roddick. Nein. Achso, der Jim Curry mit der Jawohl, Jim Curry! Da hat ja. gewonnen. Ja, jetzt, jetzt mit, mit der ja, Rückhand. Genau. Ja genau, Der Rückhand. der hat früher nämlich Baseball gespielt. Ja. Ja, deswegen mhm. diese Rückhand. Das, das wissen nur die, die wirklichen So hat <laughs> 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 Gut, danke. Danke, Chris. Das war's. Danke, Kathi. Danke. danke für die Top-Darstellung. <laughs> ja, <und> alles <laughs> Gute zum Sieg verdient, gewonnen. Ja, Super. Danke. Und für uns geht's wieder zurück ins Studio. Gut, wieder mal verloren, aber macht nichts. Wieder ja mal, aber ich bin, boah, ich bin impressed von deiner Performance. Danke Wie lange hast ja. du geübt vom Spiegel? Gar nicht. Okay. Ich habe das Talent. Nein, ich, ich habe das früher immer so oft geschaut. Und äh, jetzt habe ich mich irgendwie daran erinnern können, noch so Albert. Und das waren halt die Scharapowen, die wäre noch gut gewesen. Ja. Scharabove, äh, äh. Und die ist dann immer so äh, vorm Return. Ja. ist sie nach hinten gegangen. Ja, genau so, ja. Hat die ja, so, Seiten ja so. gerichtet und hat dann immer ja. alles wieder zurück. Ja. Die ist auch geil. Also, das, die, die, die hätten wir auch noch machen können. Da gibt es einige Charaktere, die sehr, ja, sehr spannend sind. Ja. Das nächste Mal. Aber gratulation, hast du super Herze gemacht. Die Aktion verdient okay. gewonnen. Ja. Und da steht einer, Chico schreibt Betrug. <laughs> Chico ist macht kein Betrug, Mann. Bitte. Nämlich, weil ich ja sogar verloren habe. Ja. Kathi hat verloren, mhm. ja? obwohl sie hat mit Rafael Nadal natürlich so dass die Reaktion am Mörder. Ja, das war echt super, aber das Nadal. War nur wegen den zwei Flaschen, Flaschen. Man muss aber auch sagen, Ich hole mal kurz die zwei Flaschen, man muss mal kurz zeigen, was ich gemacht habe, nämlich man, man hat das nämlich nicht gesehen, weil unsere Kamera nicht so weit runter geht. Ich habe nur diese zwei Flaschen so hingestellt. <laughs> du machst es sehr gut nach, muss ich sagen. Ja, das ist Weltklasse. ja, das habe ich dann nicht so wahrgenommen. So, genau genau. Nadal. <laughs> Richtig! Danke, danke. Das ist ein <laughs> einen Punkt, wenigstens appreciate. Das finde ich sehr lieb von ne, dir. das C3 -Punkte waren C3-Punkte. Oh ja, das, das war dann Unentschieden. das war ein unentschieden und dann durch Jim Career hast du gewonnen. Gratulation, ganz gewonnen. herzlich. Und ja, wer wir haben hat gewonnen? Jemanden, der ähm, richtig getippt hat, nämlich auf dich. Und zwar ist das Dian Pesic, der freut sich jetzt über ein 10 euro wertguthaben haben. Herzlichen Glückwunsch. Mach bitte einen Screenshot von deinem Profil und schick es an sportshow.admiral.at. Und dann kommt er auch zu dir, der 10-Euro-Gutschein. Sehr gut. Und wir kommen jetzt, glaube ich, äh, zu äh, ja. unseren. Was steht denn im Skript? Nein, da steht drinnen unsere Quoten. Unsere Bundesliga Sixpack kommt jetzt, oder? Mm, ja, und davor noch den Podcast gerne abonnieren auf allen Plattformen und natürlich auch hier auf YouTube, denn wir sind bei, glaube ich, 18.600 Abonnenten und oh, wir sind kurz davor, die 19.000 zu placken. Geil. Und jeder, der abonniert, wird eine abno legende Das heißt, wenn ihr gut wollt, Abo äh, da lassen. Das war jetzt geil, finde ich. Du hast gut gemacht. Danke, danke. Wer wird eine Legende, wenn man? Der man abonniert. Dann ist man eine Sportschule. Ja, dann ist man eine Sportschulelegende. Wir sind knapp <laughs> vor 19.000 Legenden zu werden. Das heißt jetzt noch mal ein Abo dalassen und wir kommen jetzt zum Admiral Bundesliga Sixpack. Sixpack? Der geht jetzt in die dritte Runde mit eurer Chance wie immer auf bis zu eine Million Euro pro. Runde Und wir schon jetzt zur 13. Runde und kommen zum ersten Spiel. Für dich, du kannst natürlich hier bei uns mittippen, auch der Chat wie immer. Und dann schauen wir mal, auf was du so tippst in dieser Runde. Mhm. Kommen wir zum ersten Duell. Bist und du grundsätzlich äh, fußballaffin oder bist du? Ah, mehr weniger. Also, ja, weniger. also ich meine, die Bayern habe ich natürlich ein bisschen gesehen. Hast du folgt? Ja. Hast gejubelt? <laughs> Na, ich bin eigentlich schon ein Bayern-Fan. Wirklich? Auch, muss ich sagen. Ja, ich schaue mir die schon ganz gern an. Ich dachte, du bist Zabrücken-Fan. <laughs> Nein, okay, passt. Also nein, du bist aber, was äh, enttäuscht gestern wahrscheinlich sehr. Nein, wobei Boden. es war extrem spannend. Ja. Und ähm, eigentlich habe ich mich dann schon noch für die Saarbrücken mitgefreut, dass das geglückt ist mal. Sehr gut. Aber das heißt, Leute, die halt nicht so in der Materie drin sind, die tippen meistens ganz richtig. Ja, dann wo wirkst mal, ne? mal? Was <laughs> haben wir da? Wolfsberg und zwar wir gegen. Außer genau, außer Klagenfurt. Außer Klagenfurt. Was haben wir da? Samstag 17 Uhr geht's los. Der Chat tippt auch schon mit. Was, was meinst? denkst du? Wie geht's aus? 1-0 Wolfsburg. 1-0 Wolfsburg? Sabi ist neu möglich. schließt sich ist an. Sieg für WAC. Christoph Robas ja. ebenfalls. Und auch Daniel Ferry sagt, da wird einen Sieg geben. Das nächste Duell ist Austria-Wien gegen Austria-Lustenau. Die zwei Austrias gegeneinander. Sag. ich sag Austria-Wien. Ähm, Wirklich? Wie viel? Auch 1-0. 1-0. Wird so. Eingeloggt. Äh, nächstes ist WSG gegen Red Bull Salzburg. Wie schaut es da aus? Red Bull Salzburg. 5-0? 3-0. 3-0? Oder ist das zu wenig? Nein, das ist zu wenig. Wir hatten schon mal, du kannst 10-0 sagen und dann äh, landest du vielleicht in der Zeitung bei uns. Weil ja. Das kann passieren. Es gibt ja Sportdirektoren, die haben bei uns Ergebnisse loslassen zum Spaß und waren dann in der Zeitung. Ja, wirklich. Ja. Das ist ziemlich viral gegangen damals. Wow. Aber das ist auch ein Sportdirektor, der vom Fußball ja, okay. halt im Fußball. Ich meine Entschuldigung, ich kenne mich nicht so gut aus. Also 10-0, sagst du? Nein, 3-0. Also 3-0. Schließlich Julian ja. und Alexander Raschew und Christoph Urban. Sie tragen alle 3-0 für Salzburg. Die ja. schließen sich da an bei dir. 3-0 würde ich auch sagen. Ja. Am Sonntag um 14.30 Uhr trifft Alltag daheim auf Rapid. 1-1. 1-1, ja. 1, 1. Ich tippe für Sieg rapid natürlich, Warum? außer Sieg. Schauen wir mal, was der Chat sagt, Was ja, denn? Ja, weil natürlich rapid also. <laughs> Du du bist rapid. Mein Herz dein so Herz ist grün, gell? Mein Herz ist grün, grün-weiß. Und deswegen sage ich natürlich, Kennst du diesen Song? Rapid, Rapid, ja, sana yes, and ja, oder Rapid ist unsere Religion. Er ist auch sehr emotional, okay. der Track. Ja, ja, ja. Der geht richtig ins Herz rein. Aber auch der Julian sagt, Rapid gewinnt mit 2 zu 0. Sabi tippt <laughs> auf Alltag, genauso wie der Kevin. Und der Christoph sagt, Rapid gewinnt mit 2 zu 1. Okay. Kommen wir Nächste. zum nächsten Duell. Hartberg versus blau weiß uh. Die Aufsteiger der letzten Saison. Hm? Was sagst du? <laughs> Hartberg. Aktuell relativ gut in der Tabelle. Ich ja, war Platz Hardberg. 4. Hartberg 5. Hartberg. Hartberg mhm. wie viel? 5-0. Nein, 2-0. <laughs> und das letzte Duell. Uh. Lask trifft auf Sturm Graz. Der erste uh. mit Sturm auf den aktuell dritten. Mit dem, also der Lask gelingt es aktuell auf Rang 3. Und Sturm auf Rang 1. Aber Sturm hat schwächelt die letzte. Also ja. man muss sagen, die waren nicht. 1. 1-1 ist theoretisch möglich, ja. Win-Win mhm. schließt sich an mit 1-1. Win-Win, ich würde sagen, ich würde, ich würde, ja, ich würde, ich sage 2-1. 3-1 haben wir öfters, Christoph Urbas und Kevin Jovanowitsch tippen jeweils auf 3-1, Sieg win. für LASK. Xavi Neu sagt, nein, Stummkratz Graz setzt sich durch mit 3-1. Wird auf jeden Fall richtig heiße Partie in der Raiffeisen Arena mhm. und ähm, ja, sehr ausgeglichene Partie. Aber Lask hat jetzt ein neues, einen neuen Rasen, habe ich gehört. Uh, die haben einen neuen oh, okay. Rasen gelegt, ja, weil der hat, der hat Probleme mit dem Rasen, weil, der, weil der, ähm, der Klopp hat sich aufgeregt über den Rasen beim letzten okay. Europa League Match. War nicht, war nicht so sein, und deswegen hat man den noch ge, gewechselt gleich und den mit so einem perfekten Rasen und das wird, glaube ich, eine schöne Partie. Deswegen. Vielleicht ist das der so Vorteil. Vielleicht das ist das ein Vorteil, Rasen. weil Sturm Graz spielt auf ganz schönen Rasen bei ihnen zu Hause, hm. weil die haben, der Rasen, glaube ich, wurde auch schon zehnmal gewechselt. Mit ein paar Löcher und so drinnen und so, da kommen die Pässe auch nicht so, wie man sich vorstellt. Aber wer weiß? Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine hart umkämpfte Partie. Sind gespannt, wie es ausgeht. Mhm. Und ähm, das war's dann jetzt auch, oder? Das war's dann. Ich sag dir, danke fürs Tippen. Jetzt wird noch der Glückstopf umgerührt. Und jetzt schauen wir, wer sichert sich die Tickets für den Billie Jean King Cup am Samstag zweimal zwei Tickets und am Sonntag zweimal zwei Tickets. Also vier Gewinner oder Gewinnerinnen heute. Und da schauen wir mal. Ob der Glückstop schon durchgerührt wird. Ähm, was würdest du sagen so als Teaser? Auf was dürfen wir uns freuen beim Billie Jean King Cup? Auf was dürfen sich die Gewinner freuen dann? Ähm, auf eine gute Stimmung und spannende Matches. Wir haben letztes Jahr auch in, äh, in Multiversum schwächer eine echt äh, coole Stimmung, wenn man dann Fanclub sozusagen der Stimmung macht. Und also ist das sie beim Multiversum schwächer, in der ja, Sporthalle? Ja, in der Sporthalle. Cool, ja. ja. Oh, cool. sie sind auch schon da. Chris, die, lass Gewinner. Sie gerne die, die Gewinner. Du machst es immer so schön. Okay, Ladies final. and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Millionenpublikum, der Admiral Sportshow oder wie die Karte immer sagt, die Legenden. Die Legenden, wenn ihr unseren Kanal natürlich abonniert habt, ihr müsst ihn abonnieren. Ja? Ihr müsst nicht, aber ihr könnt ihn abonnieren. Ja? Aber es wäre natürlich ein Vorteil, wenn sie es abonnieren, oder? Genau, wäre schon cool. Das wäre schon cool, ja. ja. Das wär, also bitte tut es mir abonnieren. Ja? Und vor allen Dingen, tut kommentieren. Bei, auf unserem YouTube-Kanal unten, schreibt es einfach rein: Hallo, hallo oder irgend sowas. Oder, oder wir finden die Show super geil, macht es einfach, würde uns freuen. Ein bisschen äh, Interaktion mit euch ist natürlich immer wichtig. So und jetzt äh, kommen wir zu den großen Gewinnern und zwar zu den Gewinnern für den Billie Jean King Cup. Ist das richtig? <laughs> ja. Machen wir mal so. And the winner is, ladies and gentlemen, für Samstag, den 11.11. 11. Das heißt den 11. November, genau gesagt. Wir gratulieren ganz herzlich. Und zwar den Julian und den Daniel Furi. Gratulation. So, für und den du darfst den, den Sonntag anmoderieren. Ja, Sonntag, wer ist denn Sonntag zum für den -Cup. Sonntag Am 12.11. einmal Ramon und Tobias. Herzlichen uh. Viel Spaß euch dort. Und ganz wichtig, liebe Kathy, sorry, ich muss ich ja. kurz unterbrechen. Und zwar, wenn ihr vor Ort seid, ja, ganz wichtig, macht ein Foto. Macht ein Foto, das ist Pflicht. ja? ja. Wenn der sagt, dann Und ist Pflicht. Ganz laut schreien für uns. Genau. genau. Ganz viel Stimmung machen. Und dann schickt uns dieses Foto oder ein kleines Video. Macht es ein Video, Ein noch cooler. Und dann schickt es an, wie heißt, Sportshow @admiral at das wäre cool, einfach sportshow.admiral.at, weil wir wollen natürlich dann zeigen, wie, wie cool das war. Ja? Wie ihr dort feiert. Und ganz, ganz wichtig, auch noch Screenshot von eurem Profil an sportshow.admiral.at, damit ihr auch wirklich die Tickets bekommt. Und wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß dort. Gut. Sind wir fertig? oder wir ist sind schon? fertig. Punkt. Punkt. 20, 20 Uhr. Ja, Wahnsinn. 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 Es geht jetzt Wahnsinn. los mit Wahnsinn. Sturm Graz Wahnsinn. gegen den GAK, Freunde. Und Tennis. Es wird in Zukunft eine neue top Ten spielerin geben. Hoffnung macht uns die Marion, ja, ja? und äh, da sind wir schon gespannt, ob denn wir brauchen wieder mal richtige, richtige tennis asse wie wieder lieben Dominik, der und der, 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 der Herr Ofner, der Ofner, mhm. der, der, der super unterwegs ist, Sebastian, und wir brauchen Tennishelden, damit äh, Tennis noch noch größer wird in Österreich. Ja? Mhm. Danke fürs, für's Dasein. Ja. Danke, dass danke, dass du da das warst. Das Hat sehr viel Spaß schön. gemacht. Und natürlich nochmal Gratulation nice. zum wohlverdienten Sieg. Danke. Und auch euch danke fürs Einschalten. Gerne bis nächste, nächste Woche. Bis zum nächsten Donnerstag dann wieder mit Benny und ich glaube mit dir, Chris, oder? Ich glaube schon. Ja. 19 Uhr. Wir freuen uns. Schaltet ein. Tschüss. Ciao.